Rombach, du bist von Bye Bye Biblis. Das klingt auch schon sehr nach Atomkraftwerk, nach der Auseinandersetzung mit einem im Hessischen. Aber gleichzeitig habt ihr euch inzwischen auch ganz doll damit ausprobiert, wie man vor Ort lokale Energiewende machen kann und dafür Menschen gewinnt. Bin neugierig. Hallo. Ja, hallo. Es ist toll von hier dieser Blick. Super, dass ihr alle da seid. Wir sind Bye Bye Biblis. Wir sagen Tschüss zu Biblis, aber es muss noch abgebaut werden. Es gibt noch viel zu tun. Wir sind als Initiative und auch mittlerweile Verein im Rhein-Main-Gebiet tätig. Und in erster Linie beschäftigen wir uns damit, dass wir Menschen informieren wollen. Denn viele sind durch die Gehirnwäsche der Medien wahnsinnig desinformiert und kennen sich gar nicht so richtig aus. Wir organisieren Vorträge, wir organisieren aber auch solche lustigen Aktionen wie den ersten Dreieicher-Strecken-Aktionstag, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Atomtransporte nicht nur in Gorleben stattfinden, nicht nur wenn der Castor in Gorleben rollt, sondern durch eure Nachbarorte rollen Atomtransporte. Wir finden aber, dass es nicht reicht, Menschen zu informieren. Viele sind unglaublich resigniert, wissen vieles. Man kriegt mit, wie auf der ganzen Welt in böswilligster Weise unsere Umwelt, unsere Zukunft, das Leben zerstört wird. Und das kann einen unglaublich deprimieren. Und viele Menschen sind mutlos und denken, ich kann doch gar nichts ausrichten, ich bin so klein. Das Gegenteil ist der Fall. Unsere Vielfalt und unsere unterschiedlichen Fähigkeiten, das ist unsere große Stärke. Und diese große Stärke, der wollen wir zum Durchbruch verhelfen. Bewegen. Als Bye Bye Biblis organisieren wir zurzeit jährlich eine Messe, auf der wir ganz konservative Leute, Handwerker und Häuslebauer und Architekten zusammenbringen. Wir wollen Fakten schaffen. Und jeder von uns, jeder in der Gesellschaft kann und muss zur Energiewende beitragen oder zum Aufbruch in die Erneuerbaren. 100% dezentrale Energie, erneuerbare Energie, dezentral in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern. Keine Kohle, kein Atom. Wir wollen echten Ökostrom. Und jetzt hier. Mit. Vielen, vielen Dank an euch. Gleich geht's hier weiter.